Studierenden hätten wahnsinnig gerne ein Rezept, wie sie genau umgehen mit einer Essstörung, mit einer schweren Depression. Was ist da genau zu machen? Klar haben wir Methoden, die man anwenden kann bei verschiedenen Störungsbildern. Aber es geht bei uns darum, dass wir nicht Krankheiten oder Störungen therapieren, sondern mit Menschen arbeiten. Und zwar mit dem ganzen Menschen. Ein Mensch ist immer mehr als einfach seine Krankheit. Ich als Therapeutin und als Therapeut muss mich wirklich, wirklich selber gut kennen. Ich war so ein kopfiger Mensch, so ein analytischer Mensch. Ich habe lange, lange in der Forschung gearbeitet. Und durch die Selbsterfahrung im IBP bin ich wirklich mehr in den Körper gekommen, mehr in die Verbindung. Und mit dem habe ich auch Heimat gefunden in meinem Körper. Und dadurch auch in mehr Lebendigkeit. Ja, das Besondere am IBP ist sicher, es ist eine extrem lebendige Methode und man ist immer aus sich, als Mensch ist man wie mit dabei. Und das fängt einfach extrem. Es ist wie wenn man heimgeht aus einem Seminar, ist nicht fertig und man nimmt etwas mit für sich persönlich und für die Arbeit. Auch. Wir haben nicht Modul Weiterbildung, sondern wir haben eine Weiterbildung in festen Gruppen über 4 Jahre. Wo man immer Selbsterfahrung macht, Theorievermittlung hat und dann mit dem, was man vermittelt bekommen hat und auch selber erfahren hat, in die praktisch-therapeutische Übung geht. Perle an IBP-Weiterbildung ist, dass wir 4 Jahre lang in der gleichen Gruppe arbeiten. Und das heisst, es gibt wie ein Gefäß und einen Raum, wo Sachen möglich sind, die nie sonst möglich sind. Und ich glaube, das ist etwas, was heute vielen Menschen in der Gesellschaft fehlt, dass sie wie eine Gruppe haben, wo Prozesse passieren können, wo man sich eingeben kann. Das ist die Perle von IBP. Eigentlich geht nichts ohne den Körper. Es geht nicht ein therapeutisches Arbeiten, wo es viel um Kopfthemen geht. Es verhebt für mich nicht, wenn der Körper nicht dabei ist. Und ich finde, es ist so eine grosse Quelle, von neuen Blickwinkeln, von neuen Erfahrungen auch, wo man viel verpasst in der Zusammenarbeit mit Klienten, wenn man das nicht einbezieht. Das nachspüren, das Gewahrsein, was gerade ist, in mir selber, als Therapeut, aber auch im Gegenüber, das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das kann man nicht einfach wollen, sondern das muss man trainieren, das muss man erleben, erfahren, erforschen. Und das ist ziemlich genial an IBP. Was man eigentlich wirklich überkommt, ist, dass man ein bestimmtes Containment entwickelt, auch schwierige Situationen, schwierige Gefühle können zu heben, ohne dass das sofort in meinen eigenen Raum als Therapeutin hineinkommt. Sondern dass ich wirklich lerne, das bin ich mit meinen Gefühlen, und das bist du und ich mag das heben, was du da mitbringst in die Therapie. Mir ist Wissenschaftlichkeit, Fundiertheit, praktische Anwendbarkeit sehr wichtig. Und das hat es alles auch. Wir lernen all das, was wirklich verlangt ist, um ein breit gefächertes Wissen als Psychotherapeutin und eine breit gefächerte Handlungsmöglichkeit als Psychotherapeutin und Therapeut zu haben. Das, was auch vom BAG verlangt wird. Und gleichzeitig kann ich eine persönliche Entwicklung machen, die mir im Leben extrem wertvoll ist. Ich selber habe am meisten profitiert von dieser Ausbildung. Ich als Person.